Ja, herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Video. Heute wollte ich euch mal einfach mal auch mal wieder so einen Film zwischendurch vorstellen, den vielleicht nicht jeder kennt, den ich jetzt gesehen habe. Ihr seht es an der Schutzfolie. Ich mache das meistens so, habe ich auch schon mal in anderen Videos erwähnt. Wenn ich einen Film gucke, mache ich den in der Schutzhülle, da weiß ich, den habe ich gesehen, weil bei den Filmmassen an Mengen kommt man echt manchmal durcheinander und ja, so weiß ich hier, den habe ich geguckt und ja. Heute soll es um das Remake von The Last House on the Left gehen. Ich muss sagen, ich habe das Original nicht gesehen. Also muss ich ehrlich sagen, das kenne ich nicht. Aber ich habe mir das jetzt angeguckt. Muss ich dazu sagen, das ist die Extended Version. Die gibt es nur als BJK oder als diese Schweizer Version. Uncut. In Deutschland gibt es nicht mal eine geschnittene Version. Also, der ist gar nicht bei uns gekommen. Im Kino lief der Uncut mit der Kinofassung. Die Extended Version ist bei uns nicht gekommen. Ja. Und wirklich, was soll ich sagen? Ein richtig geiler Film. Also, es geht jetzt hier drum um vier, ich sag mal, vier Kriminelle. Am Anfang sind es halt noch drei. Die halt, ich kann ja mal auspacken. Drei, die dann den einen Bruder von den einen rausholen aus dem, ja, da ist da unterwegs mit so einem Auto. Hier haben wir die Uncut-Version. Es gibt auch noch eine UK-Fassung, die ist, hat auch deutschen Ton, also zur Info. Und die wollen halt den einen rausholen aus dem Auto und das gelingt denen auch. Und dann der Sohn von den sie rausgeholt haben, der lernt halt zwei Teenager, sag ich mal, kennen, zwei gut aussehende Mädchen. Und die nimmt er mit da zum Hotel. Und das sollte er eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall werden die dann, ja, mitgenommen. Die werden dann ihr foltert, sag ich mal. Es gibt auch noch eine Vergewaltigung. Und ja. Das eine Mädchen, sie hier, sie wird vergewaltigt und läuft weg und wird im Fluss hinten am Genick erschossen. Sie denken halt, sie ist tot, was sie jedoch nicht ist. Auf jeden Fall gehen dann die vier Leute, weil es sehr, ja, großes Unwetter kommt, zu einem Haus, wollen da halt Schutz suchen. Aber sie wissen nicht, dass sie zu dem Haus von der Tochter gehen, dass da die Eltern wohnen. Die finden es dann raus und dann wird es ein richtig geiles Gemetzel, sag ich mal. Also hätte ich echt nicht gedacht, dass der mir so gut gefällt. Das war auch schön brutal. Also wirklich ein richtig guter Film. Also hätte ich gar nicht gedacht. Von dem Film hört man auch gar nichts und da ist auch gar nicht mal so leicht zu bekommen. Also eigentlich schon kaum. Also ich weiß jetzt nicht, wo man die UK-Fassung, müsste mal gucken, ob man die noch kriegt, aber. Wirklich, also hat mich echt positiv überrascht zum Schluss. Also der Gewaltgrad ist auch ziemlich hoch, muss ich sagen. Und da macht auch ordentlich Spaß. Also jetzt zur Halloween-Zeit ist schon echt geil. Also der hat mir echt gefallen. Da wird auf jeden Fall öfters mal im Player landen. Ja. War nur mal eine kleine Filmvorstellung. Wie gesagt, könnt ihr mal sagen, kennt ihr den Film? Habt ihr da schon mal was von gehört? Also mir hat er wirklich echt sehr gut gefallen und war echt überrascht, dass er doch so gut war. Hätte ich gar nicht gedacht. Vielleicht gucke ich mal das Original. Ich muss mal gucken. Ich glaube, das ist sogar vom Index runter. Bin ich jetzt auch nicht sicher. Aber ja. Schreibt es auf jeden Fall unten mal rein. Würde mich mal interessieren, ob ihr den Film kennt. Wie gesagt, es gibt keine deutsche Uncut-Version. Es gibt da gar keine, nicht mal geschnittene. Wie es im Stream ist, weiß ich gar nicht. Also das kann ich euch nicht sagen. Aber auf jeden Fall, ja. Schreibt es unten rein, ob ihr den kennt. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon für das kleine kurze Video. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.